ist ein Kugelmarker. Und wer den Kanal regelmäßig verfolgt, der hat ihn auch schon das eine oder andere Mal gesehen. Der wird eingesetzt beim Breitbandausbau. Der Kugelmarker wird eingesetzt, um bestimmte Punkte im Netz wieder auffindbar zu machen. Beispielsweise Muffen oder Hausabzweigungen. Man legt den Kugelmarker einfach in das Bauloch, verfüllt das Bauloch, stellt die Oberfläche wieder her und kann dann später diesen Punkt wieder finden, wenn man das Kabel nochmal aufgraben muss, um beispielsweise etwas zu reparieren oder etwas zu ändern. Das funktioniert in einem Zusammenspiel, und zwar von dem Kugelmarker und einem Suchgerät. Das Ganze nennt sich EMS, Electronic Marker System. Das Suchgerät sendet ein Signal an den Kugelmarker in dem Erdreich und der Kugelmarker sendet ein Signal an das Suchgerät zurück. Was mich aber immer interessiert hat, wenn ich das Ding gesehen habe, was ist da drinne? Weil da ist eine Flüssigkeit drinne und da scheppert irgendwas, aber von den Baufirmen konnte mir niemand sagen, was da jetzt genau drinnen ist. Ich habe mich deshalb an einen Hersteller dieser Kugelmarker gewandt und freundlicherweise hat mir der Frank van Meelen, der ist Spezialist für Produktentwicklung bei 3M, zwei solche Kugelmarker zugeschickt. Die gibt es in unterschiedlichen Farben, grün und so weiter und so fort, je nach Geschmack. Der Frank hat mir versichert, dass es keine Möglichkeit gibt, diesen Kugelmarker durch irgendeinen Trick zu öffnen, sondern dass man dazu Gewalt anwenden muss. Und das werde ich jetzt tun. Jetzt ist das Ding offen, jetzt können wir mal die Flüssigkeit da rauslassen. Was da drin ist, ist eine Mischung aus Wasser und Propylenglykol. Das ist für Menschen und Tiere und Pflanzen unschädlich, ist biologisch abbaubar, dient aber dazu, dass Glykol, dass der Gefrierpunkt des Wassers abgesenkt wird, weil das liegt ja im Erdreich. Und das, was hier drinnen ist, das sollte sich ausrichten können. Und jetzt gucken wir mal, was da drinnen ist. Wirklich Millimeter genau da drin. Boah. Uff. Da ist es. Das war da jetzt drinnen. Das ist ein elektrischer Schwingkreis. Der Schwingkreis besteht aus einer Spule und einem Kondensator, die elektrische Schwingungen ausführen können. Der Schwingkreis selber ist ein passives Element. Er wird nur durch eine bestimmte Frequenz des Suchgerätes aktiviert. So, soll ich das jetzt auch noch aufmachen? Ich weiß nicht, ob ich da dran komme. Ich versuch's mal. Ich habe es geschafft, ich bin drinne. So, das ist die Hülle, das ist alles sehr stabil. Ja, und dann, wie versprochen, hier ist die Spule. Ja, und da ist der Kondensator. Übrigens, die Firma 3M produziert ganz viele Sachen, also nicht nur Kugelmarker. Müsst ihr euch auf der Webseite mal angucken, ist wirklich beeindruckend. Eine Sache, die jeder kennt, das sind diese Post-its, die auch herstellen. Kugelmarker helfen uns also, unsere Kabel im Erdreich wiederzufinden.
Meine Tochter hatte auch noch eine ganz tolle Idee für Kugelmarker, weil sie gesagt hat, Mensch Papi, die wären ja super für Eichhörnchen, weil sie hatte im Biologieunterricht gehört, dass Eichhörnchen die meisten Nüsse, die sie vergraben, gar nicht wiederfinden. Also, falls wir Eichhörnchen im Publikum haben, denkt mal über die Anschaffung von Kugelmarkern nach. Falls ihr noch Ideen habt, was man mit Kugelmarkern anstellen könnte, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt über den Netzaus- und Umbau bei der Deutschen Telekom, dann abonniert einfach den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.